Sache hatte ich schon gesagt, kann ja so vieles sein. Also die Rache ist einmal süß, das kennen wir alle. Rache ist süß, ist ein Sprichwort. Das ist aber natürlich auch bitter. Rache kann sehr befriedigend sein, wenn man also Rache ausübt, lässt aber doch einen schalen Geschmack zurück. Sie löst also Schuldgefühle aus. Rache ist etwas Triumphales, als ein Held, der Rache übt, der große Rächer. Das ist ja auch so eine Figur, die es auch in der Filmgeschichte natürlich überall gibt. Conan, der Barbar als Beispiel. All die großen Helden sind auch große Rächer. Aber ist auch eine schwache Eigenschaft, eine sündhafte Eigenschaft. Es ist heroisch, sie ist kleingeistig in vielen Fällen. Wir sprechen von der kaltherzigen Rache, genauso wie von der heißblütigen Rache. Es ist teuflisch, sie ist göttlich. Das ist ja auch das Thema unserer heutigen Veranstaltung. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und das ist tatsächlich also etwas Eigenartiges. Wie löst man dieses Problem? Ist sie nun etwas Schlimmes, etwas Sündhaftes? Oder darf Gott nicht doch auch Rache üben? Ich glaube aber, das werden Sie nachher noch etwas näher hören, das wird dann in der Form gelöst werden, dass man also sagt, es ist eben Gott vorbehalten, wenn er ein gerechter Gott sein will, dann muss er auch Rache üben dürfen, sonst ist Gerechtigkeit nicht möglich. Aber sündhaft ist eben, wenn der Mensch sich sozusagen herausnimmt, selbst Rache zu üben als etwas, was letztlich nur Gott vorbehalten ist. Aber wie gesagt, das werden Sie nachher, denke ich mir, noch viel richtiger und theologisch fundierter erklärt bekommen. Nun, wenn wir von diesem Phänomen der Rache sprechen, dann ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns zunächst einmal vor Augen halten, dass die Rache nicht nur die Blutrache und der Rachefeldzug und der Rachekrieg ist und das Verbrechen, sondern die Rache beginnt natürlich im Kleinen, also so mit einer gewissen Schadenfreude. Also weiß ich was, wenn Sie jetzt da Herrgottsfrüh die Olympischen Spiele anschauen und unsere Lieblingsnation gewinnt und Vorarlberg leistet hier ja, also mein Bundesland leistet hier ja einen großen Beitrag und Sie stehen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis, weiß ich was, zur Schweiz, zu Deutschland und so, dann haben Sie doch ein bisschen Schadenfreude, wenn die anderen dann ausfallen und keine der drei Medaillen machen und ähnliches. Die Revanche ist auch eine Form der Rache, die im Sportplatz natürlich bei jedem Wettkampf tagtäglich vorkommt. Schauen Sie nur die Eishockey-Kämpfe an. Da jagt ein Revanche vor das andere. Und das berühmteste, die berühmteste Rache, behaupte ich, der Geschichte, ist ja jene, die sich im Sportplatz ereignet hat. Und zwar beim Fußball-WM-Finale 2006 zwischen Frankreich und Italien. Das Spiel stand auf das Messer schneide und der damals mit Abstand beste Fußballspieler der Welt, Zinedine Zidane, hat dann plötzlich mit einem Kopfstoß seinen Gegner zur Strecke gebracht, ist dafür natürlich ausgeschlossen worden und das WM-Finale war entschieden zugunsten des sich nicht Rächenden. Kein Mensch hat sich erklären können, wie er sich zu sowas hinreißen lässt, dieser sonst so besonnene Mann, aber es ist dann nachher herausgekommen, sein Gegner hat ihn also wiederholt mit Worten attackiert, die sich auf die Ehre seiner Schwester und seiner Mutter und so weiter bezogen haben. Und wir wissen ja, der Ehrbegriff, der ist im Zusammenhang mit Rache etwas sehr Sensibles in manchen Kulturen. Der führt dann ja dazu, dass man Blutrache ausübt über Generationen hinweg. Und wo es eben auch heute noch sehr viele Ehrenmorde über 10.000 weltweit gibt, weil eben die Ehre verletzt worden ist. Also die Rache ist etwas, denke ich mir, sehr Vielfältiges. Es gibt sie in allen möglichen Formen von recht gering und verzeihlich bis hin eben zu den schweren Verbrechen. Wir sagen ja auch, dass wir jemandem etwas heimzahlen. Was meinen wir damit, wenn wir uns rächen? Wir zahlen ihm etwas heim. Also das heißt, die Rache geht ganz, möchte ich fast sagen, an das Innerste heran. Es gibt verschiedene Formen von Rache, die gar nicht spektakulär sind. Denken Sie an das Schweigen. Ich glaube, das Schweigen, wenn man angeschwiegen wird, wenn man seinen Partner mit Schweigen bestraft, ist eine der gebräuchlichsten und ich meine auch eine der schwierigsten Racheformen, das toxische Schweigen. Ich weiß schon, Schweigen kann natürlich andächtig sein, kann kreativ sein, ehrfurchtsvoll, anständig und so weiter, aber Schweigen kann auch furchtbar aggressiv und bösartig sein. Warum? Weil es dem Angeschwiegenen das Gefühl vermittelt, ich bin nichts mehr wert,
ich werde gar nicht registriert, ich bin nicht existent. Also es ist sozusagen eine nihilistische Form der Rache, die aber schwerwiegendste Auswirkungen hat. Und dafür haben sich viele Menschen schon gerecht. Ich habe mal bei Gericht eine Frau begutachtet, die war völlig unauffällig, gut bürgerliche Verhältnisse. Und sie sitzt mit ihrem Mann zusammen vor dem Fernseher, sie steht schweigend auf, geht draußen in die Küche, holt ein Messer, stürzt sich auf ihn und das Messer in seinen Hals verletzt ihn tödlich und hat nachher gesagt, er hat mit mir nicht geredet. Ich habe tun können, was ich wollte, monatelang, jahrelang ihn angefleht, ihn angebettelt, sag doch etwas, wenn sie gesagt hat, mir geht's nicht gut oder ich habe dies und jene Sorge. Er hat einfach nichts gesagt, ist oft von dannen gegangen und das hat mir sozusagen zu einer kognitiven Verzerrung geführt, wo sie letztlich also diesen Mann als Ungeheuer erlebt hat, der hat eh nichts gemacht, der hat nichts gesagt, aber als Ungeheuer erlebt hat und sich dann auf diese impulsive Art und Weise, die dann so tragisch ausgegangen ist, gerecht hat. In der heutigen Zeit ist eine moderne Form des Rächens das Mobbing. Mobbing ist ja letztlich auch nicht so spektakuläres. Das sind Kleinigkeiten, sind viele kleine Stiche, wo der Beschuldigte dann meistens sagt, ihr habt doch eh nichts gemacht, ihr habt den Mitarbeiter ganz normal behandelt, so bin ich halt, raue Schale, weicher Kern und so weiter. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagt, ich bin absolut durch die Hölle gegangen. Man hat sich an mir den ganzen Tag gerecht, weil ich scheinbar zu spät gekommen bin, weil meine Leistung nicht zufriedenstellend ist, weil ich denen nicht ins Gesicht passe und ähnliches. Im Zusammenhang mit Partnerschaftsproblemen, die immer auch ein Machtkampf sind und wo es eben oft zu Aggressionen und zu Rachehandlungen kommt, ist eine so moderne Form unter den jungen Leuten heute geworden, das sogenannte Racheporno. Also das heißt, in Zeiten, als es noch gut gegangen ist, hat man sich beim Liebesspiel gefilmt. Und wie dann eben der reine Teil verlassen worden ist, weggegangen ist, geschieht die Rache in der Form, dass man das, was man damals so vertrauensvoll sozusagen aufgenommen hat, der ganzen Welt präsentiert, für alle Zeiten, für jeden einsehbar. Das ist ein riesiges Problem, wie überhaupt in modernen Racheformen, denke ich, wir uns schon beschäftigen. Gerade hier in Wien wird ja auch sehr viel diskutiert mit den Frauenmorden. Und muss ich dazu sagen, als Kriminologe, das gehört jetzt zwar nicht unmittelbar zu dem Thema, das ist zum Teil natürlich auch ein statistisches Artefakt. Warum? Weil wir haben in Österreich glücklicherweise wenig Morde, weil wir hier nicht so die mafiösen Strukturen haben und die Drogenkartelle und die Bandenkriminalität, die hauptsächlich von Männern bestritten werden und wo die sehr viele Opfer fordert. Das sind auch alles Männer, also dort spielt die Rache auch eine große Rolle. Das haben wir hier nicht, wie in Mexiko oder wie in Moskau oder dergleichen. Also das heißt, bei uns spielt sich die Tötung in den eigenen vier Wänden ab. Also wenn sie nicht Opfer eines Mordes werden wollen, ist es nicht erforderlich, dass sie irgendwelche dunklen Gassen meiden und nicht am Gefangenenhaus vorbeigehen, sondern sie dürfen nicht nach Hause gehen. 70% geschehen eben sozusagen im häuslichen Umfeld. Aber das wollte ich sagen, diese Frauenmorde, die es natürlich immer schon gegeben hat und die drum, weil bei uns die Beziehungsdelikte dominieren, also der zwischenmenschliche Mord sozusagen, weil hier dann eben Frauen häufiger Opfer werden und dadurch also die Statistik in dieser Art und Weise bestimmen, die haben einen anderen Charakter bekommen. Das kann man gar nicht bestreiten. Prostituiertentötungen oder Überfälle auf wohlhabende Damen, das hat früher das Bild bestimmt. Und heute ist es, und auch die Affektdelikte, also dass man miteinander halt gestritten hat und ein Wort ergibt das nächste und der Eimer voll Kränkungen kocht über und dann ist ein Alkohol meistens im Spiel, Freitag in der Nacht und dann holt man halt die Waffe, die immer griffbereit ist, das sind die Fäuste und das ist das Messer und es kommt zur Tötung oder zum aggressiven Akt auf jeden Fall und der Täter ist nachher vollkommen erschüttert, das kann doch nicht sein, dass ich das getan habe, bereut es zutiefst, stellt sich, will büßen und so weiter und heute ist das anders geworden, jetzt bin ich endlich, habe ich die Kurve gekratzt. Heute sind es nämlich Rachemorde geworden. Sie sehen, es ist auch der übliche Krieg halt vorhanden und dann lauert der Täter
seiner Partnerin oder Ex-Partnerin vor dem Kindergarten oder vor dem Einkaufszentrum oder vor ihrem Arbeitsplatz auf und richtet sie öffentlich hin. Und also als Rache sozusagen. Und ich sage das jetzt nicht zynisch, ich sage es auch nicht, nicht bedauernd, sondern er bringt sich nachher auch nicht um. Die anderen, die haben dann häufig nachher einen Selbstmordversuch gemacht, aus Selbstbestrafung, aus Bezweiflung. Aber die Tätertyp, die sagen, nein, nein, das ist mir eigentlich zugestanden, Rache auszuüben. Die ist im Prinzip selbst schuld. Das ist die Haltung, die hier bei den Frauenmördern, ich habe gestern einen untersucht, letztlich in vielen Fällen getroffen wird. Also die Rache spielt gegenwärtig eine ganz große Rolle. Es gibt natürlich auch die Vendetta, die Blutrache, wie gesagt, nicht bei uns oder nur ganz selten. Aber Sie müssen sich vorstellen, es gibt Rachezyklen in Sizilien, die lassen sich bis ins Jahr 1350 zurückverfolgen, wo eine kleine, ausgelöst durch irgendeine Kleinigkeit, durch einen Grenzstreit oder ähnliches, und dann rächt man sich ein bisschen stärker, das lassen wir uns nicht gefallen. Und dann irgendwann einmal fließt Blut und dann geht es über Generationen hinweg. Und ein Ende ist nicht absehbar. Mit den Rachekriegen, mit den Rachefeldzügen ist es ähnlich. Eine besondere Form, die ich dann auch noch erwähnt haben wollte, weil sie jetzt in Corona-Protestzeiten ja nicht gerade eine Rolle spielt, aber manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, die Gefahr droht zumindest, ist die Lynchjustiz. Also dass unter den Gesetzen der Psychologie der Masse diese Rachebedürfnisse zugespitzt werden, hysterisiert werden und es dann eben zur Racheaktionen kommt, die völlig unlogisch sind, die überhaupt keine Verhältnismäßigkeit mehr haben und sich gegen Personen richten, die am wenigsten etwas für dieses angebliche Unglück sozusagen können. Ich will aber diesen Ausblick auf die vielen Formen der Rache nicht mit etwas mit all diesen schrecklichen Geschichten beenden, sondern darauf hinweisen, dass es natürlich auch die Positivrache gibt. Also das heißt, Rache kann also durchaus auch in der Form geschehen, dass man eine bessere Leistung erbringt, dass man den anderen vielleicht übertrümpft. Das berühmteste Beispiel der Geschichte ist jenes des Herrn Lihaya Cocker, die Mittelalterlichen und drinnen, ich glaube, für die ist es ein Begriff, das war ein tüchtiger Manager bei Ford. Und der alte Ford, Henry II., hat ihn aus, weil er sich auch rächen wollte an ihm, aber aus persönlichen Gründen hinausgeschmissen. Und was hat Lihaya Cocker gemacht? Er ist also nicht Amok gelaufen und hat den nicht umgebracht oder dergleichen, sondern er hat zu Chrysler gewechselt, eine Autofirma, die damals am Boden lag, und hat dort neue Methoden eingeführt, neue Führungsmethoden, und hat es dadurch nicht nur geschafft, dass er also Ford weit übertrumpft hat, sondern dass Chrysler damals zur größten Firma der Automobilbranche auf der ganzen Welt geworden ist und Lihaya Cocker als einem Guru des Managements sozusagen dann später sein Geld vermehrt dadurch, dass er eben Vorträge gegeben hat, wie man positive Rache ausübt, ohne dass jemand zu Schaden kommt und wo letztlich es im Prinzip hauptsächlich Gewinner gibt. Nun, ich habe schon gesagt, der Umgang in der Gesellschaft mit der Rache, der ist allgegenwärtig, in der Wissenschaft lediglich nicht. Wir haben in unserem täglichen Leben viele Situationen, wo wir Rache üben oder wo wir sie androhen. Wenn wir also beispielsweise sagen, mit dir habe ich da noch eine Rechnung offen. Das klingt nicht gerade sozusagen sehr, sehr angenehm. Das ist eine Drohung. Also das heißt, ich werde mich noch einmal rächen mit dir. Oder wenn wir sagen, mit dir habe ich noch ein Hündchen zu rupfen, dann meint man, glaube ich, schon etwas ganz anderes, was hier dahinter steht, nämlich ich möchte noch Rache üben. Die Wissenschaft aber, ich muss das noch einmal betonen, hat sich wenig damit befasst. Selbst der Lokalhero Sigmund Freud hat über Rache gar nicht so viel geschrieben. Er hat es schon im Zusammenhang mit dem Aggressionstrieb und mit dem Todestrieb hat er es auch behandelt. Aber wirklich ein Konzept der Rache gibt es in der Wissenschaft nicht, im Übrigen auch nicht in der Therapie. Es gibt keine Rachetherapie im eigentlichen Sinn. Nun, wenn man also vor diesem Hintergrund des Nichtwissens und des keine Informationen und keine Untersuchungsergebnisse, aber sehr viele literarische und kulturelle Zeugnisse haben, mal versucht, sich diesem Phänomen der Rache zu nähern und sich fragt, worum geht es denn eigentlich bei der Rache?
dann glaube ich, das zentrale Kennzeichen ist der Versuch, die Gerechtigkeit wiederherstellen zu wollen. Also es geht hier nicht um jemanden zu schädigen primär, sondern um wieder Gerechtigkeit herzustellen. Und da muss man dazu sagen, das Gerechtigkeitsgefühl ist eines der sensibelsten, das wir Menschen haben, besonders die jungen Menschen. Ich muss hier auch sagen, in der Politik wird es oft verwendet, ist das sozial gerecht, ist das ausgewogen und ähnliches. Aber sonst in der Therapie, und glaube ich, wird es nicht genügend beachtet. Und dabei ist es gerade bei jungen Menschen so, wenn die in den Kibbutz arbeiten gehen oder sich im schlimmen Fall dem IS anschließen und so weiter, dann ist ihr Argument immer, es geht um eine gerechte Sache. Ich will einen Beitrag leisten zur sozialen oder auch zur politischen Gerechtigkeit. Also das ist jungen Menschen etwas wahnsinnig Wichtiges. Und ich glaube, bei der Rache ist das zentrale Bedürfnis auch, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und Sie wissen auch, das wird die Frau Doktor sicher nachher noch sagen, im Alten Testament war ja das Talionsprinzip maßgebend, das halt sehr im Verruf gekommen ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, möchte ich sagen, nicht etwas so Böses, wie wir das heute meinen, sondern das Talionsprinzip war eigentlich dazu angetan, dass es eben nicht seinem Übermaß gegen Rache kommt. Das ist eben nicht ein Rachezyklus wie in Sizilien oder in Albanien oder in Philippinen, das gibt es in allen Kulturen, eingeleitet wird, sondern dass man eben sagt, nicht zwei Augen um ein Auge und drei Zähne um zwei, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das war etwas, was auch die Gerechtigkeit herstellen wollte. Oft haben Menschen das Gefühl, wir alle glaube ich manchmal, dass man bei Gericht nicht Gerechtigkeit, sondern nur ein Urteil bekommt. Und dann gibt es immer auch wieder diese Situationen, wo die Menschen zur Selbstjustiz greifen. Also wo sie sagen, meine Gerechtigkeit ist mir wichtiger als die ich vom Staat eh nicht bekomme. Und dann zur Tat schreiben. Der berühmteste Fall ist jener der Marianne Bachmeier in Deutschland, deren Kind ermordet worden ist, grauenhaft. Und wo sie dann das Gefühl gehabt hat, im Laufe des Prozesses, der wird, weiß ich was, nur zu einer kurzen Strafe verurteilt oder dergleichen oder nur in eine Anstalt eingewiesen und ihn dann im Gerichtssaal erschossen hat. Marianne Bachmeier lebt übrigens nicht mehr. Ein weiterer ganz bekannter Fall hat sich in der Nähe meiner Heimat abgespielt, in Überlingen am Bodensee. Das heißt, abgespielt hat er sich nicht dort, sondern in der Schweiz. Aber Sie wissen, da hat es diesen Flugzeugzusammenstoß gegeben, bei dem dann viele Maturanten, die gerade auf Matura-Reise waren, ums Leben gekommen sind. Und wo man dann den möglicherweise schuldigen Lotsen, einen dänischen Staatsbürger, der in der Schweiz gewohnt hat, nicht nach Meinung eines der Vater dieser Kinder nicht genügend hart bestraft hat und er zur Selbstrache geschritten ist, den er aufgesucht hat, am Morgen geklingelt und ihn dann umgebracht hat. Dieser Täter ist dann zu einer ganz milden Strafe verurteilt worden, 3 Jahre bedingt oder dergleichen, und hat es in seiner Heimat zu Ministerien gebracht und hat die höchsten Auszeichnungen bekommen, die der Nordischsee, glaube ich, überhaupt zu vergeben hat. Also das Wiederherstellen der Gerechtigkeit, das ist das zentrale psychologische Motiv der Rache. Das zweite ist jenes der Wiederherstellung des Selbstwertes. Nämlich durch den ursprünglichen Schaden bin ich irgendwie gekränkt, verletzt, traumatisiert worden. War auf jeden Fall ein Angriff auf mein Ich, auf mein innerstes Ich. Und das ist dadurch ramponiert worden und das will man wiederherstellen. Durch die Rache, indem man eben zeigt, ich bin doch stark, ich bin der Stärkere, ich zahle mir das zurück, ich lasse mir das nicht gefallen. Das tut dem Selbstwert ein Stück weit gut. Und das ist eben, denke ich mir, ein zweites Motiv, das man nicht unterschätzen darf. Ein weiteres Element der Rache ist das Bedürfnis zu strafen. Der soll nachfühlen müssen, wie ich mich gefühlt habe. Darum geht es. Der soll dieselben Emotionen haben, dieselben negativen Empfindungen, dasselbe Leid ertragen müssen, wie ich es durch seine Handlung gemacht habe. Und dieses Strafbedürfnis, das ist ja sehr groß in unserer Gesellschaft, wenn wir nur hören, nicht nur die Stammtischdiskussionen und so weiter, was man mit, weiß ich was, zum Beispiel mit Sexualmördern alles machen sollte, wenn wir letztlich den Hass im Internet auch
sofern wir das überhaupt wollen, also manchmal lesen, was hier eben an Rachebedürfnissen grausigster Art sozusagen ausgebreitet wird. Das zeigt uns ebenso, dass im Menschen drinnen lebende Rachebedürfnis, wie die jubelnde Menge, wenn in den USA wieder einer hingerichtet worden ist, oder die nahezu volksfestartigen Auftritte, die es gibt, wenn jemand durch Lynchjustiz gehängt worden ist oder dergleichen. Ein viertes Motiv neben dem Wiederherstellen der Gerechtigkeit, dem Wiederherstellen und Erstarken des gekränkten Ichs, dem Strafbedürfnis, ist jenes, dass man jemand anderen abschrecken will. Also das heißt, es hat auch eine bestimmte Schutzfunktion. Man will sich wehren, man will dem anderen signalisieren, es kommt dick zurück, wenn du mir etwas tust. Das hat man übrigens auch im Tierversuch nachweisen können mit Schimpansen, dass letztlich im Lauf der Evolution das relativ wichtig war, dass die rächenden Schimpansen, offensichtlich gibt es solche, die also viel bösartiger sind, sich gegenüber anderen, die sehr friedfertig sind und keine Rachebedürfnisse haben, also letztlich im Lauf der Evolution lange Zeit gewonnen haben. Es gibt übrigens auch hier neue Untersuchungsergebnisse, dass sich das also möglicherweise im Lauf der Entwicklungsgeschichte ändert und sich doch also das angenehme, das friedfertige Verhalten auf längere Sicht gesehen durchzeichnet. Das macht Hoffnung. Ein fünfter und zweitletzter wesentlicher Grund für die Rache ist der Versuch, sich von negativen Gefühlen zu befreien. Wenn man Rachegedanken hat und grübelsüchtig ist, ist man natürlich auch depressiv, eingeengt, freudlos, die Lebensqualität leidet, man kann nicht mehr gut schlafen. Es werden oft diese Gedanken somatisiert, das heißt also in körperlichen Funktionsstörungen, Rückenweh, Druck auf der Brust, Kopfschmerzen ausgedrückt. Und es ist ein Zustand, der also, wie gesagt, auch diese Gefühlsambivalenz zwischen süß und bitter, den man beenden will. Und durch die Racheaktion gelingt das zumindest vorübergehend. Wahrscheinlich nicht auf Dauer, aber am Anfang löst die Rache, auch das ist immerhin nachgewiesen wissenschaftlich, ein Gefühl der Befriedigung, der Befreiung aus. Auf längere Sicht kommen dann doch eher die Selbstvorwürfe, die Schuldgefühle, manchmal auch das Gefühl der inneren Leere. Und der letzte Grund, der für die Rache maßgebend ist, ist, dass man einfach Genugtuung, dieses angenehme, sozusagen über die Befriedigung hinausgehende Gefühl der Genugtuung, des Triumphes für einige Zeit auskosten will. Und Sie sehen ja dann auch, wie Rache sozusagen immer wieder gefeiert wird und wie Rache im Prinzip auch zum Triumph ein Stück weit dazugehört. Nun gibt es von der Rache eine ganze Reihe von Verwandten, also eine üble oder eine schöne oder eine schnöde Verwandtschaft, möchte man sagen. Da gehören also dazu Wut, Zorn, diese ganzen Aggressionsaffekte, die manchmal Auslöser der Rache sind oder auch Formen der Rache sind oder im Verlauf der Rache immer wieder zwischendurch auftreten können, die aber etwas anders sind. Wut ist viel affektiver geprägt. Die Rache, bei der Rache sind viele kognitive Elemente dabei. Beim Rachebedürfnis. Die Wut hingegen ist ja bekanntermaßen blind und betrifft also vor allem dann auch die ganzen vegetativen Funktionen und führt also tatsächlich zu einem Zustand, in dem man oft nicht mehr weiß, was man tut. Der Rächende weiß es genau. Etwas ähnlicher ist hier schon der Zorn vielleicht. Der Zorn entwickelt sich ja langsam, hat eine relativ lange Plateauphase und klingt dann auch langsam wieder ab, im Gegensatz zur Wut, die einen rechtwinkligen Verlauf hat in ihrer Intensität. Und wir müssen eigentlich auch sagen, wenn wir heute immer wieder von Wutbürgern sprechen, das ist psychopathologisch kein richtiger Ausdruck. Es müsste eigentlich heißen Zornbürger, weil die haben vorher auch schon einen Zorn und nachher auch noch. Aber im Protest kommt es dann halt manchmal in etwas heftiger Form, im Jähzorn oder ähnliches zum Ausdruck. Aber es sind eigentlich Zornbürger und nicht Wutbürger. Der Neid spielt natürlich eine ganz große Rolle. Wobei der Neid natürlich allgegenwärtig ist, das ist keine Frage. Aber auch hier müssen wir unterscheiden, welche Form von Neid ist es.
Ist es die destruktive, die also heißt, der andere hat es zu etwas gebracht, das Schwein werde ich herunterholen, an dem werde ich mich sozusagen rächen, dass er mir das antut, oder sage ich, so möchte ich auch werden, oder wenn es geht, noch ein Stück besser, dann ist es durchaus etwas Konstruktives, das zur Leistung anspornen kann, mit der Gefahr natürlich, dass man weiteren destruktiven Neid und Rache auf sich zieht, aber das ist ein anderes Thema. Die Eifersucht, natürlich eines der häufigsten Motive, die es bei den ganzen Rachedramen, vor allem im partnerschaftlichen Bereich gibt. Und wenn wir auch noch erwähnen müssen, in der heutigen Zeit ganz besonders, das ist schlichtweg der Narzissmus. Sie wissen, wir leben im Zeitalter des Narzissmus, zumindest bis Corona, wie sich das auswirkt, das weiß man nicht, ob Corona nicht auch ein antinarzistisches Virus ist, das den Menschen halt gezeigt hat, dass sie verletzlich sind, dass sie sterblich sind, dass die Bäume nicht im Himmel wachsen, dass die Globalisierung und die Reisewut sozusagen die Rente hat. Also vielleicht holt es uns ein Stück weit herunter. Das könnte sein, aber auf jeden Fall, der Narzissmus ist derzeit sehr dominant. Und ein wesentliches Kennzeichen des Narzissmus ist ja die Empfindlichkeit, die Kränkbarkeit und das daraus resultierende Rachebedürfnis. Es heißt ja so schön, Gott verzeiht nicht, aber der Narzisst. Also ein Narzisst kann nicht verzeihen, er rächt sich. Ich will jetzt hier nicht, ich tue es halt doch. Aber den armen Donald Trump wird als, der muss bei mir immer als Beispiel herhalten, obwohl er schon längst nicht mehr im Amt ist, aber er kommt ja vielleicht wieder. Und bei dem können Sie ja, also ich will jetzt auch nicht die Ferndiagnose stellen, das ist der wahnsinnige Narzisst. Ich werde von Medien immer wieder gefragt, sagen Sie uns doch, dass der Putin ein wahnsinniger Narzisst ist. Das kann ich nicht. Aber beim Donald Trump kann man sagen, er inszeniert zumindestens den Narzissmus in einer einwandfreien Form. Und da gehört auch dazu, dass er sich immer sofort rächt. Also wenn unser Arne Schwarzenegger mal etwas gegen seine Umweltpolitik sagt, dann wird er gleich verdammt oder die Meryl Streep. Und wenn ein Minister am Kabinettstisch nur wagt, eine eigene Meinung zu haben, dann war er seinen Job sofort los. Und auch diese ganzen Aktionen, die es dann im Weißen Haus gegeben hat und auch die Reden, die er heute schwingt, die sind ja voll Rache. Rache ist eben das, was der Narzisst tut, der Narzisst, der auch ein Gerechtigkeitsnarzisst ist und sein Gerechtigkeitsgefühl, dass das einzige Richtige ist, ist verletzt worden, das kann man sich doch nicht gefallen lassen. Und folglich schreitet der Narzisst, sinnt er dauernd auf Rache, das kann man überhaupt nicht bestreiten. Nun gibt es aber neben diesen großen Auslösern, also Wut, Zorn, Eifersucht, Narzissmus, Neid und Ähnliches, gibt es auch die alltäglichen Auslöser, die maßlos unterschätzt werden, tabuisiert sind in vielen Fällen, aber letztlich wahrscheinlich in ihrer Gesamtheit wirksamer und mehr Schaden anrichten als diese vorher genannten großen Wurzeln. Ich nenne hier das Nicht-Beachtet-Werden. Wenn ein Mensch nicht beachtet wird, das vermittelt ihm das Gefühl, ich bin nichts wert, ich bin gar nicht existent, mich gibt es nicht. Dann entsteht natürlich ein Gefühl der Ohnmacht und daraus resultierend Hass und das Bedürfnis nach Rache. Wenn ein Mensch lieblos behandelt wird, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn er keine Wertschätzung bekommt, so als emotionale Muttermilch, die er haben möchte, kommt es zur Rache? Das können Sie mir glauben, bei diesen Frauenmördern. Ich habe, wie gesagt, doch schon also über 20 untersucht im Laufe der Jahre. Aber bei denen spielt so diese Angst vor Liebesentzug, diese Angst, mich mag man nicht mehr, es spielt eine enorm wichtige Rolle. Ich weiß schon, das hört man jetzt vielleicht auch in feministischen Kreisen nicht gerne, aber es ist tatsächlich so, wenn man mit diesen Menschen redet, dann begegnen einem doch kein Ungehör in der Regel. Natürlich gibt es manchmal auch bösartige Narzissten und Machos und so weiter, aber die machen vielleicht 10% aus. Das andere sind Menschen, ich will jetzt nicht sagen wie du und ich, aber zumindest wie ich, also unauffällig, schüchtern, relativ normal. Und die sagen einem dann, ich bin durch die Hölle gegangen, ich bin malträtiert worden, was die mir angetan hat. Und wenn man dann fragt, ja, was hat sie jetzt angetan? Hat sie gewürgt, hat sie geschlagen, gebissen?
Sie hat ihm die Liebe entzogen. Sie hat ihm die Liebe vorenthalten. Also das ist der eigentliche Grund, der dann bei diesen Menschen häufig einen Prozess auslöst, das verhängnisvoll ist, dass das in das Männerbild nicht passt. Der Mann darf ja heute nicht so eine Schwäche sein, so Kinkerlitzchen wird doch mich nicht sozusagen aus der Bahn werfen. Ein weiteres Problem ist, dass Männer das nicht besprechen, nicht einmal mit ihren engsten Freunden. Frauen haben hier viel, Frauen können damit ganz anders umgehen, die tauschen das aus, die dürfen Gefühle, Verletztheiten zeigen, aber nicht der gehörige Mann, wie man Vorarlberg sagt. Und dadurch braut sich hier innerlich etwas zusammen, was eine gewaltige Potenz bekommt und eine Dynamik entfaltet, die dann zu diesen furchtbaren Dingen führt. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, ich will es nur erklären. So ist es und nicht so, wie es in den Medien oft gezeichnet wird und wie es in den Diskussionen ist. Und dort müsste meines Erachtens auch die Prävention auch ansetzen, nicht nur bei der Hilfe für die Opfer, sondern auch bei der Prävention der Täter. Wir müssten an einem anderen Männerbild arbeiten. Ich darf nur daran erinnern, die großen Helden der griechischen Mythologie, das ist ein Fundus sondergleichen, die griechische Mythologie für uns Psychiater, die waren alle auch verletzlich, weich, natürlich auch rachesüchtig, aber die haben durchaus auch Emotionen zeigen dürfen, Schwäche zeigen dürfen. Es gibt ja mit dem Meer als der größte Held des Altertums Achilleus. Die Damen kennen ihn, glaube ich, in der Verfilmung mit Brad Pitt. Und als dieser große Held, als dessen Freund gefallen ist, Patroklos, da hat er so heftig geweint, dass heute noch Flüsse fließen in Kleinasien. Verstehen Sie, man wollte damit zum Ausdruck bringen, Gefühle, Emotionen, Verletztheit, Trauer zu zeigen, ist durchaus auch etwas Männliches, etwas Heldenhaftes, nicht nur etwas, was auf Weichei und Warmduscher sozusagen hinweist. Wichtiger Auslöser ist die Schuldzuweisung. Kein Mensch erträgt Schuld sehr gerne. Das ist etwas sehr Belastendes, etwas Unangenehmes. Man versucht es drum loszuwerden, zu projizieren auf jemand anderen, der das natürlich genauso wenig liebt und sich dagegen wehrt. Und aus dem heraus entsteht dann der Gedanke, sich dafür zu rächen. Selbstverständlich auch Kränkungen. Darüber habe ich schon einmal sprechen dürfen. Das will ich jetzt also nicht sozusagen noch einmal ausbreiten. Aber etwas ist mir vielleicht dann doch noch ein ganz besonderes Anliegen als Racheauslöser, nämlich auch wenn man die aktuelle Politik betrachtet und die Berichterstattung darüber, dass mein Eindruck schon ein bisschen ist, wir steuern auf eine Unkultur der Beschämung zu. Also es geht nicht mehr, wenn man da in den Chatprotokolle herumwühlt und so weiter, da geht es meines Erachtens also nicht mehr um wirklich sachliche Aufklärung, sondern da geht es einfach darum, jemand anderen eins reinzuhauen und ihn an den Pranger zu stellen, ihn zu beschämen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, denn Scham ist ein wichtiger Schutzfaktor, den wir brauchen, um unsere Intimität zu wahren. Und wenn man einem schamlos die Scham nimmt durch Beschämung, dann führt das zu Aggression, zu Rache, zu Hass. Nun, die Folgen der Rache sind vielfältig, das ist gar keine Frage. Ärger, Kränkung, Traumatisierung, psychosomatische Leiden. Manchmal werden die Gerechten auch zu Suchtmitteln greifen, um mit den Folgen fertig zu werden im Sinne einer falschen Selbsttherapie. Es kommt zu Rachegedanken. Und leider auch zu diesem berühmten Spruch, der bewahrheitet sich oft, Rache rächt sich. Rache rächt sich, sagt man ja oft im Volk. Und das ist allzu oft der Fall. Auch hier gibt es einen berühmten Fall in der griechischen Geschichte. Ich weiß nicht, ob es Mythologie ist, sondern schon Geschichte. Das ist jener des Theogenes von Tarsus. Das war sozusagen der Marcel Hirscher des Altertums oder der, wen soll ich nennen, der Lionel Messi oder dergleichen. Also das war der berühmteste Kämpfer des Altertums. Er hat mehrere Olympiaden gewonnen, unter anderem jene 480 vor Christus und über 1400 Pankration-Kämpfe. Das sind so Kämpfe, wo Boxen, Ringen, Treten, Beißen, halt alles, was es so gibt, in einem vereint ist. Und war natürlich gefürchtet, keiner hat ihn besiegt und er hat dementsprechend viele Niederlagen bereitet und viele Feinde gehabt, die alle auf Rache gesonnen haben. Er ist dann eines frühen Todes gestorben und man hat in seiner Heimatstadt Tarsus eine riesige Statue zu seinem Gedenken entwickelt.
Aber der Hass war so weit über seinen Tod hinaus bei seinen Gegnern noch vorhanden, dass einer dran vorbeigegangen, immer wenn er dran vorbeigegangen ist, die Statue nicht nur bespuckt hat, sondern mit einer Peitsche sozusagen ausgepeitscht hat. Eines Tages verfängt sich die Peitsche, er will sie lösen und zieht sich, die Statue fällt um und erschlägt ihn. Und sozusagen die Rache, die so ausgeübt worden ist, hat sich wieder gerecht, Rache rächt sich, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Im damaligen drakonischen Gesetz gab es die Bestimmung, dass man auch Tiere und selbst Gegenstände, wenn sie etwas Schlimmes getan haben, strafrechtlich verurteilen darf. Also hat man die Statue, die Mörderstatue, sozusagen verurteilt zum Tode durch Versenken im Meer. Das hat man dann auch vollzogen. Aber die Rache hört ja nicht auf. Rache rächt sich. Den Göttern im Himmel hat es gar nicht gefallen, dass ihr Liebling da im Meer ersäuft wird. Und sie haben also über Tarsus eine lange Dürre geschickt, die 7 Dürrenjahre, bis die Weissager gesagt haben, das kommt, weil wir mit dem Tarsus so rächend, mit dem Theogenes von Tarsus so rächend umgegangen sind. Und man hat die Statue wieder geholt, geputzt, aufgestellt und sie war viele Jahre lang in der Hafeneinfahrt von Tarsus sozusagen als Sinnbild, dass sich Rache nicht rentiert. Nun, zum Schluss, oder ich rede ja fast schon zu lange, fürchte ich, ja. Zum Schluss vielleicht noch einige Gedanken, wie könnte man mit Rache umgehen. Das ist aber im Prinzip das Thema des Vortrags, den ich dann um 18.30 Uhr sogar noch halten darf, mit Vergeben und Verzeihen. Natürlich ist das Beste. Aber ich glaube, Dinge, die ganz wichtig sind, die jeder von uns machen kann, das ist die Rache bewusst zu machen, dass dieses tabuisierte Thema angesprochen wird. Wenn man die Rache Gedanken und Gefühle anspricht, verlieren sie oft an Schärfe. Wenn man Unsägliches zur Sprache bringt, dann ist es plötzlich nicht mehr derartig wühlend und derartig schlimm. Es ist wichtig, wenn man mentalisiert, wie man das nennt, also hin und her überlegt, was denkt sich der andere, was hat er mir wirklich angetan, hat er nicht auch der böse Schicksal und so weiter und so fort, hat er nicht auch seine Gründe. Es wäre wichtig, wenn man die Rache in Positivrache umwandelt, wie Lia Kocher, aber auch wie viele andere, wie manche Sportler beispielsweise. Mein Landsmann Hubert Strolz, Sie haben schon gedacht, entschuldigen Sie, Johannes Strolz, Sie haben schon gedacht, vielleicht haben wir den Olympiasieg samt Silbermedaille auch seinem Rachebedürfnis, das man ihn aus dem ÖFB vorzeitig hinausgehaut hat und er es denen noch einmal zeigen wollte und auch getan hat, zu verdanken. Es ist ganz wichtig, wenn man sich, Sie hören, als ich drücke mich drum herum zu sagen, rächen Sie sich ja nie, das ist eine Sünde. Das kann ich als Therapeut nicht mit gutem Gewissen sagen, aber wenn Sie Rachebedürfnisse haben und Sie müssen sie um Gottes Willen umsetzen, damit Sie Ihr Seelenheil finden, dann setzen Sie die Rache ein bisschen niedriger an, als der ursprüngliche Schaden war, weil sie dadurch verhindern, dass dieser Rachezyklus, von dem ich gesprochen habe, in Gang kommt. Die wenigen Racheforscher, die sagen, man soll oft Rache üben, aber immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Also, dass man auch eine Spur Humor hineinbringt, damit das Ganze an Dramatik, an Entsetzlichkeit sozusagen verliert. Es ist wichtig, dass man sich in anderen hineinfühlt und ich könnte mir vorstellen, dass so eine wichtige Einstellung jene des Begnadigers ist. Also man begibt sich in die Position einer Persönlichkeit, die begnadigen darf. Das ist der Herr Bundespräsident oder die englische Königin, also jemand sehr hochstehender. Und das tut erstens dem Selbstwert, dem ramponierten Selbstwertgefühl gut, dass ich sozusagen so ein Begnadiger bin. Und zweitens ist es eine Position, die Gelassenheit beinhaltet. Man kann loslassen, auch diese Rachegedanken. Und etwas vom Allerwichtigsten wäre natürlich das Verzeihen, weil man auch sich selbst verzeiht, aber da bin ich nicht mehr kompetent. Da werden Sie wahrscheinlich aus berufenerem Munde hören, wie das so geht. Ich kann Ihnen, wenn Sie eine wirklich wunderbare Literatur zum Rachethema haben wollen, empfehlen einen Roman, den Peter Handke, unser Nobelpreisträger, im Mai 2020 veröffentlicht hat. Das heißt, Das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte. Das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte.
Und Sie wissen, Schriftsteller sind immer auch ganz große Psychologen und Phänomenologen, viel besser als wir Professionalisten. Und dort beschreibt er eben, wie eine Frau, die offensichtlich seine Mutter ist, das heißt der Sohn einer Frau, die seine Mutter ist, also er selbst sich rächen will. Der Roman beginnt damit, dass es heißt, so sieht also das Gesicht eines Rächers aus. Und er will auf die andere Seite der Stadt warnen, weil dort der Journalist wohnt, der behauptet hat, seine Mutter sei eine Nazi-Sympathisantin, eine Nazi-Kollaborateurin gewesen. Und er will den also umbringen, aus Rache für die Schändung sozusagen seiner Mutter. Und wie er auf dem Weg dorthin geht, kommt er durch alles Mögliche hindurch, durch glänzende Klöster, durch Märkte, durch paradiesische Gärten und so weiter. Und die Rache wird plötzlich ganz unwichtig. Und am Schluss, bis er also beim Haus ankommt, ist es so weit, dass er gar nicht mehr gewusst hat, warum er eigentlich dieses Haus gesucht hat, weil die Rache also vollkommen vergangen und nebensächlich geworden ist. Und wie er dann halt eben sagt, er hat sich in seinem Leben noch nie so gut gefühlt, als jetzt, wo er die Rache zurückgelassen hat. Ich selbst nehme mir jetzt heraus, nicht um für mein Buch Werbung zu machen, sondern weil ich den Abschluss finden muss und Ihnen nicht noch eine langatmige Geschichte erzählen will, dass ich Ihnen einfach ein kurzes Fallbeispiel vorlese, wie Rache letztlich psychologisch gelöst werden könnte oder wie sie psychologisch in einer guten Form ausgeht und nicht zu dieser weiteren Zerstörung und zu diesem Rachezyklus führen kann. Das sind natürlich immer wahre Geschichten, aber so verstellt, dass man sie hoffentlich nicht erkennt. Ich bringe ihn um, presste die junge Frau weinend heraus. Das muss er mir büßen, dieser Verbrecher. Sie war jung, hübsch, voller Elan, intelligent und fühlte sich körperlich verunstaltet. Nach einer Brustvergrößerung waren Komplikationen aufgetreten, zuerst Nachblutungen und verzögerte Wundheilung, dann Infektionen und Verschiebung des Implantats, schließlich entstellende Narbenbildungen. Mehrere Nachoperationen waren erfolglos, sie litt unter ständigen Schmerzen und konnte nicht mehr arbeiten. Sie wurde depressiv und verzweifelt. Der Schönheitschirurg bestritt jeden Fehler, bot ihr aber als Entschädigung ein paar tausend Euro an, nicht etwa, weil er sich schuldig fühle, sondern weil er halt ein netter Mensch sei. Alles, was ich hatte und was ich war, hat er zerstört, sagte sie. Nach der Übersiedlung aus ihrer russischen Heimat sei sie mit nichts dagestanden, habe niemanden gekannt und keine Aussicht auf Arbeit gehabt. Ich hatte nur meinen schönen Körper und eine Tanzausbildung. Sie versuchte sich als Model und war rasch erfolgreich. Auftrag folgte auf Auftrag. Die Gagen stiegen. Lediglich die Asymmetrie der Brüste sei ein Handicap, hieß es in der Agentur. Sie solle dies doch korrigieren lassen, dann stehe einer steilen Karriere nichts mehr im Weg. Es gäbe da einen Star unter den plastischen Chirurgen. Sie begab sich in dessen Hände, das Ergebnis war ein Desaster. Das zahle ich ihm heim, sein Leben für meines. Es gibt keine andere Lösung. Ich werde es tun, nicht heute oder morgen, aber irgendwann, lautet ihre Bilanz nach dem ersten therapeutischen Gespräch. 5 Jahre später besuchte sie mich. Sie brachte Blumen und eine Flasche Wein und wollte erzählen, wie es mit ihrer Racheabsicht weitergegangen sei. Sie hatte sich ein höheres Schmerzensgeld erkämpft, entschlossen und hartnäckig. Sie war durch mehrere Instanzen gegangen und konnte mit dem zugesprochenen Geld ein Studium finanzieren. Nun hatte sie die letzte Prüfung absolviert und durfte sich Master of Fine Arts nennen. Während der Ausbildung sei sie ein anderer Mensch geworden, mit neuen Zielen, mit anderen Werten, mit einer positiveren Einstellung, mit einem besseren Selbstbild. Allmählich befreit von den einhängenden Vergeltungswünschen. Sie habe neue Fähigkeiten und Talente bei sich entdeckt und festgestellt, dass sie viel mehr könne, als über einen Laufsteg zu hüpfen und schöne Kleider zu präsentieren. Als sie sich mit einem Studienkollegen fand, habe sie erfahren dürfen, dass sie nicht nur wegen ihres Aussehens gemocht werde und sie auch mit entstellter Brust liebenswert sei. Da hätten sich neue Tore geöffnet, die Rache sehr umsichtig geworden. Ich sah sie hinausgehen. Ich spioniere meinen Patienten immer ein bisschen nach, muss ich dazu sagen. Drüben auf dem Parkplatz stand ein junger Mann. Er spazierte nicht hin und her, las keine Zeitung im Stehen und spielte nicht mit dem Handy. Er schaute nur zum Ausgang und wartete auf sie. Als sich die beiden sahen, winkten sie sich zu. Voll Freude, voll Sympathie, voll Liebe.
Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Haller. Wir wagen das Experiment, jetzt die Bibel anzuschließen. Und Elisabeth Birnbaum, ich bitte dich um deinen kurzen Impuls. Ja, herzlichen Dank von mir auch. Das war natürlich eine Fülle von Aspekten, die ich jetzt in 5 Minuten in keiner Weise theologisch auch beitragen kann, sonst müssten Sie noch eine Stunde dranhängen. Was kann ich sagen? Zum einen, die Bibel ist beschönigt nichts. Die Bibel ist ein Buch des Lebens. Das heißt, alle Formen von Rache, über die wir jetzt gehört haben, finden sich auch in der Bibel. Die menschliche Rache und die Rachebedürfnisse in sehr vielen dieser Fälle, die haben wir in der Bibel auch. Mein Thema ist aber eher jetzt, menschliche Rache ist ja ohnehin quasi klar. Mein Thema wäre jetzt kurz ein paar Aspekte zur Rache Gottes zu sagen. Da wird es ja natürlich ein bisschen prekärer, weil wir ja doch lieber die Vorstellung hätten eines liebenden und nicht eines rächenden Gottes. Im Besonderen natürlich an das Alte Testament kommt immer wieder die Anfrage, wieso haben wir da so einen grausamen, rächenden Gott und so weiter? Und was sollen diese Sätze meinen, ist die Rache. Wir haben jetzt einen wichtigen Aspekt davon ja schon gehört. Zum einen, Rache ist biblisch gesehen ein Rechtsbegriff und kein emotionaler Begriff. Also Rache ist nicht süß oder bitter oder sonst was, sondern Rache heißt eigentlich so etwas wie ahnden, also ein Unrecht ahnden. Sie haben das ja auch gesagt als ersten Punkt. Es geht um den Versuch, auch in der menschlichen Rache, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und diesen Aspekt kann man gar nicht hoch genug hängen. Ein Gott, der nicht das Unrecht sieht und dem es egal ist, ob da Opfer leiden und ob Täter tun, was sie eben tun, das wäre, glaube ich, auch kein wünschenswerter Gott. Gott ist mächtig und gewaltig, sonst könnte er gar nicht helfen, aber Gott muss oder sollte, zumindest nach Meinung auch derer, die die Bibeltexte geschrieben haben und derer, über die sie schreiben, sollte auch Gerechtigkeit wiederherstellen. Und so ringt sich Gott quasi in Schmerzen immer wieder auch zur Gegengewalt durch. Man muss dabei natürlich sagen, die Bibel beschränkt Rache. Wir haben schon von Blutrache gehört und auch das haben Sie ja schon erwähnt, dass Blutrache biblisch gesehen etwas ist, das eben nur einen Zuständigen für diese Vergeltung kennt, wo eben nicht das Übermaß und das Überbordende dieser Rachespirale da gelten soll, sondern eben im Gegenteil. Es geht darum, auch oft Zorn Gottes genannt, als eine Reaktion Gottes auf das Unrecht, eben dieses, es ist ihm nicht egal, hat aber auch nicht so viel mit Emotionen zu tun, wie wir das vielleicht verstehen würden. Er verschafft Gerechtigkeit und Recht. Und meistens wird diese Rache oder diese Vergeltung auch nur angedroht. Also sehr oft in der Bibel ist es so, dass die Propheten sagen, ja, ihr werdet schon sehen, ja, Gott hat mit euch noch ein Hühnchen zu rupfen, um das so schön zu sagen. Und letztlich zielt es aber darauf, dass die Menschen rechtzeitig erkennen, jetzt wird's ernst. Und eben aufhören, das Böse zu tun und dann, dass Gott gar nicht eingreifen muss. Also Gott bevorzugt jedenfalls das Leben der Menschen, also vor der Rache, und er bevorzugt auf jeden Fall diese liebende
Begnadigung, wie Sie das ja auch gesagt haben, eines wirklich brutalen Durchziehens. Ein Punkt, der vielleicht nicht so im Bewusstsein ist, die Bibel ist sehr häufig eine Art von Traumaliteratur. Sie spricht also von Menschen oder Menschen erfahren diesen Gott in Situationen, wo ihnen größtmögliches Unrecht oder größtmögliche Gewalt zuteil geworden ist. Also im babylonischen Exil zum Beispiel oder überhaupt das Leben als winziges Land in, bedroht von zwei Großmächten, die immer wieder einfach so den ganzen geografischen Raum überlaufen und dann alles, was ihnen in den Weg kommt, niedermetzeln. Also diese, das heißt, und das haben wir auch jetzt in dem Vortrag so schön gehört, diese Wiederherstellung des Selbstwertes, die in der Bibel dadurch geschieht, dass man nicht, dass man sich selbst rächt, sondern dass man dieses Unrecht zu Papier bringt, darüber erzählt, es aufschreibt und in dieser Erfahrung, in diesem Bericht Gott als den einsetzt, der für diese Rache zuständig ist. Das heißt, die Menschen, denen dieses Unrecht widerfahren ist, stellen ihren Selbstwert insofern her, dass sie sagen, ja, wir können das jetzt vielleicht nicht, wir können uns jetzt nicht rächen, wir sind auch viel zu klein oder wir sitzen da im Exil, sondern wir übergeben das unserem Gott. Und eines der schönsten Beispiele für Positivrache ist, dass auf die Erfahrung des babylonischen Exils die Bibel einen der schönsten Texte geschrieben hat, den wir kennen, nämlich Genesis 1, wo davon die Rede ist, also es ist ein exilischer Text. Im Exil schreiben Traumatisierte, dass unser Gott ein Gott ist, der einfach durch sein Wort die Welt erschafft. Der muss nicht mal kämpfen, da gibt es keinen Chaos, Kampf und gar keine Toten, sondern er sagt einfach, das soll jetzt geschehen und es geschieht. Und das heißt, unser Gott ist so mächtig, er hat es nicht mal notwendig, gegen irgendwen zu kämpfen. Also das, finde ich, ist ein schönes Beispiel für Positivrache, dass man und Wiederherstellung des Selbstwertes. Und auch eben dieses Bedürfnis zu strafen, das wird eben in diesem Satz, mein ist die Rache, Gott überlassen. Eben dadurch entlastet sich der einzelne Mensch und schafft es, quasi ohne, dass er selbst loszieht und den anderen niedermetzelt, schafft es auch eben, dass er Genugtuung bekommt, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und so zieht sich das durch die gesamte Bibel bis hin zum Buch der Offenbarung, die große endzeitliche Vision, wo es auch vor allem darum geht, dass eben die Opfer nicht übersehen werden und dass denen, die auch vielleicht schon längst zu Tode gekommen sind und durch Gewalt gestorben sind, dass denen letztendlich, dass die nicht vergessen sind, sondern sie in einer endzeitlichen Gerechtigkeit dann doch sehen, dass ihr Verhalten etwas Gutes zur Folge gehabt hat, auch wenn es hier auf Erden ganz das Gegenteil war. Ja, ich möchte angesichts der fortgeschrittenen Zeit da gar nicht viel mehr dazu sagen. Wir werden ja dann im Gespräch ein bisschen vielleicht das noch vertiefen können. Also wie gesagt, Rache in der Bibel ist bei allen menschlichen Facetten dann vor allem eine Rache, die Gott zugeschrieben wird und die ist dann weder emotional, sondern zielt noch sonst willkürlich, sondern zielt auf eine letztlich ausgleichende Gerechtigkeit, die eben angesichts der Traumen, die das Volk erlitten hat, wohl auch wichtig geworden ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Elisabeth Birnbaum, für diesen Impuls. Jetzt wissen wir alle nicht, wie wir da zusammenkommen thematisch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich nehme an, Rainer Thaler, Sie haben eine Frage an die Bibel, oder an das, was wir biblisch gehört haben.
Ich fand nur ganz spannend, vielleicht darf ich das noch ein bisschen noch verdeutlichen. Genesis 1, der Schöpfungstext, das ist vielleicht nicht allen klar, dass der nicht als erster geschrieben wurde, sondern erst in der Exilszeit. Und deswegen eben diese, finde ich, gute Deutung der positiven Rache. Ne? Also man ist am Boden, aber man hat einen Gott, der alles locker erschafft und natürlich auch die Feinde. Ne? Entschuldigung, dass ich jetzt die Frage unterbrochen habe. Jetzt bitte. Vielleicht die Frage, wie stellt sich sozusagen das Neue Testament dann zu diesen alttestamentarischen Einstellungen zur Rache? Also ich denke, da ist doch ein großer Bruch dann zu. Ja, das wird sehr häufig so empfunden, aber ich habe gerade deswegen ganz bewusst auch das Buch der Offenbarung erwähnt, das ja eindeutig im Neuen Testament ist und das eines der, ich würde mal sagen, gewaltsamsten Texte ist der gesamten Bibel. Also diese Unterscheidung, Altes Testament, grausamer, rächender Gott, Neues Testament, lieb und alle sind gut zueinander, das lässt sich so nicht halten. Warum nicht? Zum einen, weil eben schon im Alten Testament, wie gesagt, die menschlichen Erfahrungen, das muss man ein bisschen trennen. Ja? Wir haben im Alten Testament eine Geschichte, eine erzählte Geschichte von 1000 Jahren. In diesen 1000 Jahren war fast immer Krieg. Und natürlich in diesen Zeiten wird ein anderer Gott gebraucht und gewünscht. Also nicht, dass Gott anders ist, sondern dass die Menschen in kriegerischen Zeiten sich natürlich wünschen, dass er da endlich mal eingreift zugunsten derer, die hier da in Kriegsnöten schlimmst bedrückt sind. Und was es heißt, von Assyrern oder Babyloniern unterdrückt zu sein, das ist schon noch einmal was anderes als einfach ein gewöhnlicher Krieg auf Augenhöhe von zwei Kleinstaaten. Ja? Also, okay, kriegerische Zeit und deswegen ist die Sprache ein bisschen anders. Aber der Gott des Alten Testaments, wie gesagt, mag vielleicht immer wieder angerufen werden als der jetzt da endlich machtvoll durchgreifen sollte. Aber letztlich, auch hier, wird immer wieder, bricht immer wieder der liebende Gott viel mehr durch, der dann sagt, ich kann und will nicht so reinfahren, wie ich wahrscheinlich müsste. Das heißt, da gibt es das schöne Jona-Buch, das ist so bekannt ist, nur die wenigsten kennen es sozusagen von dieser Seite, wo Jona soll diesem Ninive das Gericht ankündigen, weil Ninive ist der Inbegriff der ungerechten Großmacht und Gott führt dieses Gericht dann aber nicht aus und sagt, ich kann doch nicht so viele Menschen da umbringen. Und Jona und Tiere natürlich und die nicht wissen, wo rechts und links ist und so weiter. Ja? Und warum ist Jona da so verärgert? Nicht, weil er irgendwie neidisch oder sonst was ist, sondern weil er weiß, das ist der größte Feind und dem wird jetzt verziehen. Das heißt, er kann theoretisch jetzt gleich wiederkommen und das wieder machen. Das heißt, da ist genau diese grundsätzliche Spannung da. Aber auch in anderen Texten ist es so, wie gesagt, die Propheten, die finden große Worte und sagen, Leute, passt auf, es wird böse enden. Aber letztlich immer mit dem Ziel oder es tritt dann nie so ein, so dramatisch, wie es von den Propheten angekündigt wird, weil Gott eben sich selbst beschränkt und sein Volk zu sehr liebt, als dass er da wirklich so hart durchgreifen würde. Und das verändert sich dann quasi im Neuen Testament nicht. Jesus selbstverständlich, wie gesagt, Neues Testament, da haben wir eine Zeit von maximal 100 Jahren, wo diese Art von riesigen Kriegen gerade nicht der Fall ist. Und in dieser Zeit natürlich denkt man auch noch mehr darüber nach, man könnte auch noch mehr diese Gewaltspiralen dadurch brechen. Das ist aber nichts grundsätzlich anderes. Und wie gesagt, im Buch der Offenbarung kommt das Ganze mit voller Wucht wieder, wenn es darum geht, dass eben die zu lange, viel zu lange schon viel zu viel Unrecht erlitten haben,
dass denen dann Gerechtigkeit geschieht. Und da haben wir einen doch sehr, sehr stark durchgreifenden Gott. Also diese Trennung, die würde ich so nicht gerne stehen lassen. Und ich sage das als leidgeprüfte Alttestamentlerin, weil egal wo ich hinkomme, das ist immer das erste Vorurteil quasi gegen das Alte Testament, was ich höre. Und natürlich möchte ich das auch ganz gerne, dass sich das letztlich dann doch mal durchsetzt. Aber ist das, also ist der neutestamentarische Gott auch ein rächender Gott? Ein rächender im Sinne von, dass er Unrecht nicht übersieht und dass er Täter letztlich auch daran hindert, weiter Untaten zu begehen. Also das ganz, ganz eindeutig, ja. Aber gibt es also im Neuen Testament, klar, Sie sind jetzt fürs Alte, gibt es im Neuen Testament sozusagen einen Hinweis, also dass Gott tatsächlich also davon auch Gebrauch gemacht hat? Also das ist wie bei der Impfpflicht jetzt, wo man ja auch überlegt, also die Strafe auszusetzen, sozusagen, also nicht sich zu rächen an denen, an denen man doch nichts oder weiß nicht wie viel aufkommt. Ja. Also gibt es da einen Hinweis? Dass er das dann auch tut. Ja. Wie gesagt, das ist auch im Alten und Neuen Testament relativ, man kann sich da eins zu eins zusammennehmen, aber es gibt die Drohungen, auch Jesus hat sehr harte Drohungen, da ist dann Heulen und Zähneknirschen und so weiter. Und es gibt eben diese Vision, das heißt, je nachdem, ob man diese Vision für tatsächlich dann oder ob man sagt, naja, das hat sich der so vorgestellt, aber das wird eh nicht sein. Also wie das dann ist, wenn wir alle in der Endzeit dann wissen. Ja. Aber es gibt auch keinen Hinweis, dass das jetzt quasi Quatsch wäre. Ja. Also, und wie gesagt, es geht um die, es ist eine Hoffnung, eigentlich will es zumindest, würde ich jetzt mal sagen, so verstanden, also will es so verstanden sein, dass es eine Hoffnungserzählung ist für die, die sich da ihr Leben lang abmühen und ihr Leben lang hier Märtyrer sind oder zu Tode kommen und so weiter, dass es hier etwas gibt, wo sie irgendwann dann doch einen Vorteil von all dem haben. Sagen wir es mal so offen. Ja. Ist es falsch, wenn man also beispielsweise dieses Vergeben der Sünderin, geh hin und deine Sünden sind dir vergeben und so weiter, sündige fortan nicht mehr, ist das nicht irgendwie so eine Form dieses Durchbrechens des Rachezyklus oder der Rachekaskade, muss man eigentlich sagen? Eindeutig, aber das ist kein... Ich wehre mich nur dagegen, dass es was spezifisch Neutestamentliches ist, was es im Alten nicht gibt. Also ganz im Gegenteil, im Alten Testament gibt es ja oft dieses, was soll ich nur mit dir machen, du Volk, du machst einfach immer furchtbare Dinge, ja, aber ich, da gibt es diesen schönen Text, Hosea 11, aber mein Herz wendet sich gegen mich und ich kann einfach nicht das tun, was eigentlich jetzt gerecht wäre, ja. Oder auch sogar bei der Sintflut ist es ja nicht so, man sagt immer, okay, Gott ist da gewalttätig und natürlich alle kommen um, das ist richtig, aber es kommen erstens nicht alle um, sondern Gott macht einen Neuanfang und zweitens, er macht es nicht ohne Grund, sondern er macht es, weil es, wie es so schön heißt, die gesamte Erde ist böse und voll Gewalttat. Das heißt, das, was er eigentlich gut sich gedacht hat, ist, wie es das nächste Mal hinschaut, böse und voll Gewalt. Das heißt, die Gewalt ist nicht etwas, was zuerst mal von Gott kommt, sondern zuerst mal ist die ganze Erde verdorben. Und dann denkt er sich, okay, das hat jetzt keinen Sinn, ich muss irgendwas tun und setzt die Sintflut in Gang. Ja, und natürlich, das ist Gewalt, keine Frage, aber fängt eben noch einmal neu an. Und das Schönste an der Sintflut-Erzählung ist eigentlich der Schluss, wo er dann sagt, der Mensch hat sich überhaupt nicht verändert. Der Mensch ist böse von Jugend an. Und ich habe es nicht geschafft, das zu tun, was eigentlich wahrscheinlich das Klügste gewesen wäre, also einfach einen Schlussstrich zu ziehen, sondern ich habe mit Noach wieder neu angefangen. Und dann kommt der schöne Satz, ich will die Erde nicht noch einmal vernichten, denn der Mensch ist böse von Jugend auf. Das heißt, der wird sich einfach nicht mehr ändern und dann muss halt ich mich ändern.
Und das finde ich eine eigentlich sehr hübsche Aussage, wo er dann und dann sagt, okay, aber da müssen wir halt ein paar Adaptionen machen, damit das ein bisschen besser funktioniert zwischen uns. Und dadurch, ihr dürft also Tiere töten, ja, aber bei Menschen ist halt dann Stopp. Aber gehe ich recht in der Annahme, für den Menschen ist die Rache eine Sünde? Aber es ist ein Privileg Gottes, oder wie es im Römerbrief heißt, also unter Verweis auf das 5. Buch Mose, meines die Rache, spricht der Herr. Ja. Also da wird im Prinzip ja gesagt, das ist eine Sünde, aber Gott, es gehört zu den Privilegien Gottes sozusagen. Sagen wir so, das sind die biblischen Erzählungen jetzt nicht, das müsste ich jetzt im Einzelnen durchexerzieren. Es gibt relativ früh schon und spätestens exilisch dann immer mehr Texte, die eine menschliche Rache wirklich verbieten. Ja? Aber es gibt natürlich auch Texte, ältere Texte, wo es so etwas wie Blutrache gibt. Und eben Blutrache im Sinn von, es darf nicht jeder und alles und sogar kein wird nicht getötet, sondern nur des Landes verwiesen und es wird ihm sogar noch ein Zeichen gemacht, dass er ja nicht einfach jeden zum Opfer fallen kann. Also das, aber wie das dann im Einzelnen, also es wird sicher Fälle geben, wo eben so etwas wie Blutrache passiert und wo es nicht ausdrücklich heißt, das wird jetzt geahndet. Das vielleicht nicht. Also oder eben, wenn der David den Goliath da erschlägt und dann gibt man diesen Kopf dann irgendwo hin, damit alle schön sehen, das ist dann, das haben sie ja so hübsch dann gesagt, eben der Versuch auch der Abschreckung, nicht? Also solche Dinge gibt es schon und das wird dann auch gefeiert und nirgendwo jetzt als negativ empfunden. Also das gibt es schon. Ich hätte jetzt umgekehrt auch mal eine Frage. Aus Ihrer reichen Erfahrung als Psychologe, spielt da Gott eine Rolle? Gibt es also in Ihren Gesprächen, dass da entweder von Ihrem behandelnden, also zu behandelnden Patienten oder von gibt es da eine religiöse Komponente dabei? Also ich bin Psychiater, nicht Psychologe. Entschuldigung. Da bin ich immer ganz großen Wert drauf. Ja. Da bin ich nicht zu rechnen. Okay. Aber es ist natürlich so, es gibt halt so einen, doch einen alten Konflikt, der da eigentlich mit Sigmund Freud begonnen hat, zwischen Psychotherapie und Religion. Das kann man ja gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, dass man doch in der Therapie sehr oft mit Patienten zu tun hat, mit religiösen Themen. Also eben gerade zum Beispiel mit Rachegefühlen, mit Schuld und so weiter. Und da muss man auch zugeben, dass die Psychotherapie an gewisse Grenzen stößt. Ich bin der Meinung, dass diese Funktion, die die Seelsorge ursprünglich gehabt hat, dass sie auch psychotherapeutisch sozusagen wirken hat müssen. Die hat sie irgendwie unter dem Einfluss von Sigmund Freud und seiner Schüler und seiner Lehre eigentlich völlig aufgegeben. Das bedauere ich eigentlich zutiefst, weil ich glaube, man hätte damit, wie soll ich sagen, mit religiöser Psychotherapie, die übrigens in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Mhm. Bei uns ist ja doch sehr verfängt. Also wenn jemand irgendwelche religiösen Gedanken einbringt, dann rumpft zumindest die Schulmedizin schon die Nase und Ähnliches. Wir haben in Wien hier einmal so ein ganz lustiges, also für mich lustiges Erlebnis gehabt. Da war der Weltkongress der Psychotherapie. Und wollte ein Kollege, der auch viele religiöse Psychotherapie macht, irgendwie auftreten. Und das hat man dann mit Unterschriftenlisten und so weiter verhindert und so weiter. Und gleichzeitig hat man in der Pause dort im Donauzentrum, also da beim Kongresszentrum draußen, irgendeine Schamanengruppe jeden Tag präsentiert, die also getanzt und Flöte gespielt und geräuchert haben und gesagt, super und großartig. Und das ist die wahre Psychotherapie. Also das ist mir dann nicht so ganz klar geworden, weshalb es dann die christlich-judäische oder auch islamistische nicht geben soll, wenn die andere so super ist und Ähnliches. Und schauen Sie, es geht ja um Folgendes. Also ich war ja viele Jahre lang Suchtherapeut, Alkoholtherapeut.
Und da habe ich auch eine klägliche Zahl von Priesterordensleuten habe ich zu behandeln versucht oder manchmal auch mit Teufel behandelt. Und da ist es dann doch immer wieder so gewesen, wenn man dann das Hauptproblem von denen sieht, das ist meines Erachtens die Vereinsamung. Naja, was will ich dann so jemandem sagen, warum soll er keinen Alkohol trinken gegen seine Einsamkeit und so weiter? Da kommen wir Psychotherapeuten an unsere Grenzen. Aber wenn man sagen kann, weiß ich was, der Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt im heideggerschen Sinn, also durchaus ein religiöser Gedanke, oder Fasten hat seinen Sinn, Alkoholfasten hat seinen Sinn und Ähnliches im Religiösen, das wäre beispielsweise so ein Feld, wo, wie gesagt, wir Psychotherapeuten nicht mehr mitkommen, wo man aber letztlich also von religiöser Seite, von seelsorgerischer Seite, denke ich mir, eine neue Dimension erschließen würde. Und das bedauere ich, dass das in der Ausbildung und in der Ausübung also nicht wieder besser Fuß fasst. Und jetzt eben, ich habe das angesprochen, diese Idee sozusagen, man kann sich von den eigenen Rachebedürfnissen entlasten, weil man kann die quasi Gott zuweisen und man kann sagen, Gott wird mich rächen. Ist das etwas, was es in vergleichbarer Art sozusagen auch in diesen Gesprächen geben kann? Also ist das ein Punkt, den man auch jemandem raten kann? Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich habe auch in meinen Ausführungen ja nicht gesagt, rächen Sie sich ja nie. Also das muss man schon individuell entscheiden. Ich sage Ihnen ein ganz einfaches, aber sehr aktuelles, also das heißt einfach, das ist ein ganz dramatisches, aber sehr aktuelles Beispiel. Das ist sexueller Kindesmissbrauch. Ja. Also da kommen die Missbrauchsopfer viele Jahre später dann in Therapie und stehen wirklich also vor diesem schweren Konflikt und auch die Einstellung, der Rat, wenn man solchen überhaupt gibt, der Psychotherapeuten ist höchst unterschiedlich. Sollen sie jetzt ihren Vater, der ein greiser Mann ist und so weiter und so fort, sollen sie das noch anzeigen oder sollen sie das nicht? Also sie wissen, wenn ich ihn anzeige, ist das natürlich Rache ersten Ranges, weil was Schlimmeres kann einem Menschen heute kaum passieren, als wegen sexuellen Missbrauchs beschuldigt zu werden, weil es dann ja ganz viele Strafen im Prinzip gibt, nicht nur die Strafe, also ist die Vernichtung der sozialen Existenz und Abschneiden von der Familie und so weiter und so fort. Soll sie das tun? Die einen Therapeuten sagen, ja, das muss man tun, sonst findet sie ihren Frieden nicht mehr und erst dann ist das Ganze abgeschlossen und die anderen sagen, nein, man muss doch versuchen, mit dem fertig zu werden und letztlich zu verzeihen. Also das sind eben die Probleme, die man dann hat im Umgang mit der Rache. Aber es gibt eben keine sozusagen Entlastungsstelle in diesem Sinn, wo man sagen kann, ich muss nicht, weil es tut wer anderer für mich, so ungefähr. Nein, ich glaube, in der Psychotherapie muss man die Motive der Rache auf Seite des Rächenden bewusst machen und natürlich sich auf seine Schädigungen, auf seine Traumatisierungen. Der Rächer ist immer das erste Opfer, vorausgegangen ist jemand anderer. Das heißt, jemand anderen ihn geschädigt, bevor er zum Rächer wird. Eben auch diese Traumatisierungen zu bearbeiten. Und ich glaube, dass eben die edelste Form das Verzeihen wäre, aber wie gesagt, der entzieht sich schon wieder ein Stück weit meinem Fach. Ja. Aber ich wollte mich jetzt zur Rache, wenn ich noch schnell darf, dann muss ich Ihnen noch eine ganz gemeine Frage stellen, die nichts ganz unmittelbar mit dem Thema zu tun hat, aber die mich sehr beschäftigt und wo ich bisher von theologischer Seite auch wirklich keine gute Antwort bekommen habe. Und zwar, warum ist Hass, also die schlimmste Emotion sozusagen, die zerstörerischste von allen, die nichts Gutes an sich hat. Warum ist Hass keine Hauptsünde oder überhaupt keine Sünde? Das müssen Sie den Dogmatiker fragen, weil Gott sei Dank bin ich Bibelwissenschaftlerin und in der Bibel gibt es keine Haupt- und andere und die lässlichen und sonstigen Sünden. Diese Dogmatik wurde dann später das. Wirst du dann, glaube ich, im zweiten Teil... Nein, das ist eine Frage an die Moraltheologen, ich bin Dogmatiker. Also, jeder lässt dem anderen über. Nein, das könnte ich wirklich nicht beantworten. Also, aber es ist Aber es ist interessant. Ja.